So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen wieder mal eine Runde Marquis. Warum nochmal? Ich hatte ja erst vor kurzem ein Video dazu gemacht. Da habe ich einen kleinen Fehler gebaut. Den möchte ich heute korrigieren. Mal spielen wir es also nochmal richtig. Marquis, ein Spiel von Jake Staines. Jetzt, das hier ist die englische Version, aber jetzt in 2021 ist das auch als deutsche Version im Schwerkraft Verlag erschienen. Kam im Frühjahr 2021 als Kickstarter, auch für die deutsche Version, wurde jetzt im September, Oktober ausgeliefert und ist inzwischen aber auch im Retail ganz normal bei Schwerkraft bestellbar. Das ist die englische Version, die ist 2019 im Kickstarter erschienen und jetzt im 2021er Kickstarter gab es neuen Content dazu. Da gehören die größeren Karten hier für neue Missionen dazu und noch ein paar Tokens, ein paar zusätzliche Spare Room Tiles, also Raumteile, Gebäude, die man hier mit einbauen kann in den ganzen Plan. Und das war es dann auch schon, was dazugehört. Ein paar kleine Regelergänzungen. Wir gehen es natürlich wieder an. Das heißt beim Setup, wir mischen eine schwere Mission dazu. Mal gucken, was wir uns heute ziehen. Die anderen kommen weg. Wir befreien den Führer des Widerstands. Das hatten wir beim letzten Mal. Ist langweilig. Nehmen wir irgendwas anderes. Die Baracken bombardieren. Okay. Deutsche Soldaten sind direkt außerhalb der Stadt stationiert. Einmal auslöschen mit einer Ablenkung und einer Bombe und bombardiere die Baracken, um die Nazi-Maschine zu verlangsamen. Man muss zweimal zur Aufklärung diese Baracken besuchen. Und dann beim dritten Mal mit einer falschen ID zwei Dynamitstangen hier hinkommen und gleichzeitig am gleichen Tag einen zweiten Arbeiter mit einer Waffe irgendwo hinstellen auf ein freies Feld, um die Soldaten abzulenken und einen Major Success, also einen außerordentlichen Erfolg zu erringen. Okay, das heißt, wir brauchen die falsche ID, wir brauchen ansonsten Sprengstoff und die Waffe. Das heißt, wir müssen mal schauen, wir brauchen die falsche ID, die kriegen wir. Na, wo ist er hin? Den Forger, genau. Den müssen wir uns einbauen, das legen wir schon mal zurecht. Und wir brauchen den Sprengstoff, den kriegen wir nur beim Chemiker. Das heißt, die beiden werden wir zubauen müssen. Alternativ können wir den Fixer nehmen, der uns ermöglicht, mit einem zusätzlichen Geld im Prinzip jede Raumfunktion zu nutzen, auch wenn sie nicht auf dem Plan aufgebaut ist. Dann müssten wir den aber einbauen. Schauen wir mal. Das ist unser erster Auftrag. Und als zweiten Auftrag nehmen wir einen ganz normalen Auftrag aus dem Standardmissionssatz, aber dort keinen schweren. Hier ist ein einfacher. Sabotage. Die Munitionsfabrik. Auch hier das Gleiche, zweimal besuchen und einmal mit Sprengstoff hin. Na super, das passt ja zusammen wie die Faust aufs Auge. Wir müssen also 1, 2, 4 Mal einfach mit irgendwelchen Arbeitern auf diese beiden Felder und beim 5. und 6. Mal müssen wir mit Sprengstoff und hier noch mit 2 Sprengstoff und einer falschen ID hin und gleichzeitig brauchen wir noch eine Ablenkung. Alles klar. Was wir also brauchen, sind, während wir diese Besucher abstatten, müssen wir uns Material holen für einen falschen Ausweis und uns den organisieren und wir müssen uns Sprengstoff organisieren. Und dafür brauchen wir Medizin. Wir brauchen 3 Sprengstoff, dann brauchen wir 3 Medizin, wir brauchen einen falschen Ausweis, wir brauchen Informationen und Geld dafür und wir brauchen die Waffe, die können wir uns hier gegen Geld holen oder können wir uns bei einem Airdrop, bei einer der Funkstationen auf einem Feld anfordern. Was ich beim letzten Mal falsch gemacht habe, ist eigentlich ganz einfach. Immer dann, wenn die orangefarbenen Felder passiert werden, 3, 6, 9, 12 und 14, dann muss ich die Moral um 1 senken. Und damit erhöht sich eventuell dann auch die Zahl der Patrouillensoldaten, die Milizen. Und das habe ich beim letzten Mal einfach nicht bedacht, nicht gemacht. Und damit wird das Spiel natürlich einfacher, aber so einfach soll es ja nicht sein, dann wird es ja irgendwann auch langweilig. Das heißt, wir legen neu los und versuchen mal an unsere Sachen so nach und nach ranzukommen. Wir haben am Anfang 3 Widerstandskämpfer
Und ich lege die jetzt nur hin. Normalerweise stehen die auf dem Brett. Kein Problem. Ihr seht sie so besser, wenn ich sie hinlege. Alles klar. Den ersten schieben wir hier hin. Auf die Pawn wir weg, um uns den Rückweg frei zu halten. Und die Patrouille geht zu Radio A. Dann ist die Frage, ob wir direkt einen dieser Besucher abstatten. Wir haben keine Tagesfristen, das heißt, wir haben die vollen 15 Tage Zeit, etwas zu tun, aber dennoch sollten wir nicht trödeln. Wir versuchen es mal hier bei dem Sabotage. Halten es mal den Doktor. Wo können wir schon die erste Medizin holen? Patrouille bei Radio B. Ja, und jetzt müssen wir ein Risiko eingehen. Wir können entweder hierhin oder hierhin gehen mit dem dritten Arbeiter. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal hierhin und ziehen Patrouille bei Pawn Levesque. Da ist besetzt, dann geht die auf den Black Market. Das hat funktioniert, sehr gut. Das war die Platzierungsphase. Jetzt kommt die Aktionsphase. Er hat besucht, damit ist das Teilziel erreicht, kommt zurück nach Hause. Er war beim Doc und hat sich Medizin geholt, die gehört jetzt uns und er hat den Rückzug gesichert. Passt alles. Jetzt kommen auch die Patrouillen wieder zurück in ihre Basis und es geht einen Tag weiter. Nächste Runde. Wollen wir das gleiche nochmal versuchen. Ne? Was brauchen wir denn noch, um die Räume zu bauen? Wir brauchen immer 2 Geld, um die Räume zu bauen. Geld kriegen wir von den Funkstationen. Dann versuchen wir es mal. Ups, da geht der Lebensmittelhandel. Dann gehen wir hier zum Doktor. Die Patrouille geht auf Radio B. Tja, und jetzt ist natürlich der Vorschlag. Der Vorschlag, dass wir uns das Geld organisieren. Das heißt, wir gehen mal zu Radio A. Und die Patrouille geht auf Pont du Nord. Na, hätten wir hier versucht auszuspionieren, wären wir jetzt hier auf dem Rückweg verhaftet worden. Nicht gut. Also haben wir alles richtig gemacht. Hier lassen wir einen Airdrop. Geld auf Feld E. Was ist das? Ne, Feld A. Ist egal. Spielt keine Rolle. Wir holen uns nochmal Medizin. Und wir holen uns den Wächter zurück. Das ist alles fertig. Einen Tag weiter. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Risiko eingehen. Wir brauchen ja auch das Geld und wir dürfen auch nicht allzu lange trödeln. Gehen wir hier hoch. Dann geht die Wache dahin. Dann gehen wir zu Radio B. Hoffen, dass das funktioniert. Fans, jawohl, das funktioniert. Und wir gehen zum Feld und holen uns hier schon mal das Geld. Und die Patrouille geht zu Rübarada. Das hat gut funktioniert. Hier holen wir uns bei der Funkstation noch einen zweiten Geldabwurf. Hier holen wir uns Lebensmittel. Und hier holen wir das eine Geld schon mal zurück. Das heißt, ein Geld haben wir. Wir brauchen insgesamt 4, um die beiden Räume zu bauen. Und nochmal 2, um das Ganze, um den falschen Ausweis zu bezahlen. Das wird eng. Jetzt kommt die Moral einer runter. Und dann können wir weiterarbeiten. Pole weg. Radio A. Ich würde jetzt sagen, wir gehen mal auf den Armendist, aufs Armenviertel. Dann müssen wir die Patrouillen neu mischen. Das Patrouillendeck, das ist ein bisschen für mich ein bisschen klein. Das hätten vielleicht 3-4 Karten mehr sein können. Und so ist es doch sehr schnell wieder zu Ende und muss neu gemischt werden. Radio B. Jetzt wieder ein bisschen Lotto spielen. Wir gehen mal hier hin. Radio A rüber war da. Okay, das hat auch funktioniert. Aktionsphase, er kann zurück. Die Frage ist, ob wir hier Medizin und Geld opfern, um die Moral wieder hochzuhalten. Ich glaube, das machen wir. Wir spenden an die Armen. Gehen die Moral wieder eine rauf. Kommen alle zurück.
Der Tag ist zu Ende. Eine weiter. Und weiter geht's. Das Spiel geht weiter. Wir versuchen es bei Radio A nochmal. Black Market. Dann der Doktor. Dann wird es der Lebensmittelladen. Und die. Ups, Moment. Ich wollte zu Radio A. Und dann kommt Pont du Weg. Ist besetzt. Pont du Nord. Sehr gut. Ja, bei Radio A lassen wir uns wieder Geld liefern. Bei Doktor bringen wir Medizin mit und Pont du Weg ist auch klar. Jetzt holen wir uns nachher die zurück, die Gelder. Können dann schon den ersten Raum bauen, müssen uns aber dann noch mehr Geld holen. Dann geht es hier eine weiter. Und nächste Runde. Wir gehen zum Großer, zum Lebensmittelhändler. Patrouille geht an die Fence. Wir gehen zum ersten Feld. Jetzt ist egal, wo die Patrouillen hingehen. Und wir gehen zum zweiten Feld und jetzt ist auch wieder egal, wo die Patrouille hingeht. Das ist, Fence ist besetzt, Pont du Nord. Na, so. Passt auch. Wir holen uns hier wieder ein Lebensmittel und wir holen die beiden Gelder zurück. Und wir kommen auf den Tag, auf 6 und es geht wieder die Moral eine runter. So. Wir haben schon fast die Hälfte der Zeit verplempert und haben noch nicht die Hälfte der Missionen erfüllt. Und das wird eng. Runde weg. Radio D. Doktor. Radio A. Das heißt, wir können nicht funken. Und jetzt müssen wir wenigstens noch mal einen Besuch abstatten. Auf welchen gehen wir? Wir gehen auf den hier. Patrouillendeckmal mischen. Und dann geht's weiter. Fence. Damit haben wir den Worker verloren. Das ist ganz blöd gelaufen. Aktionsphase, er kann nichts machen, wird verhaftet. Und jetzt ist die Frage, Moment, in der Regel steht, dass das Ziel erreicht wird, auch wenn der Worker auf dem Rückweg verhaftet wird, mit diesem Symbol. Tatsächlich kann ich jetzt für die Aktion hier doch das Zwischenziel als erreicht markieren. Das ist bei dieser Karte nicht der Fall. Ihr seht hier, dass kein Schildsymbol da ist. Da habe ich noch mal ein bisschen Glück gehabt, wenigstens. Hier kriege ich Medizin. Und er kommt zurück. Die Patrouillen kommen zurück. Und da geht es eine weiter. Tja, blöd gelaufen. Brauche ich Verstärkung? Ja, ich brauche Verstärkung. Ich gehe also einmal zum Lebensmittelhandel. Dann wird der Zaun wieder blockiert. Dann gehe ich zum Café. Und dann wird die Brücke blockiert und da ich noch einen dritten Patrouillen-Milizionär einsetzen muss, muss ich die dritte Karte ziehen. Großer Polymer. Okay. Aktionsphase, ich kann mir hier ein Lebensmittel holen und hier gebe ich ein Lebensmittel aus, um einen der zwei Reservearbeiter mitzukriegen. Das heißt, ich bekomme Unterstützung. Ist vielleicht attraktiv, das sogar nochmal zu machen, aber es kostet natürlich auch Zeit, die wir nicht wirklich haben. Wir bauen jetzt mal den Raum. Da gehen wir hin. Bauen wir weg. Dann gehen wir da hin. Radio A. Und jetzt müssten wir eigentlich auch zu Radio B gehen, um uns neues Geld zu holen. Radio B. B ist blockiert, Rübarer da. Haben wir nochmal Glück gehabt. Hier holen wir uns das letzte Geld, was wir brauchen, auf das Feld. Hier bauen wir jetzt einen Raum. Aber welchen bauen wir? Den Chemiker vielleicht oder den Forger? Ich denke mal, den Forger bauen wir hier.
Dafür müssen wir zwei Geld ausgeben, um den Raum zu bauen. Und dann kommen wir vom Lebensmittelladen mit Essen zurück. So. Jetzt sind wir Tag 9, die Moral geht eine runter und wir bekommen jetzt eine vierte Patrouille dazu. Das wird anstrengender. Ist die Frage, ob ich mir auch noch einen vierten Worker hole. Was brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt noch eine Info. Wir brauchen mindestens noch 3 Geld. Eins liegt schon hier, also noch 2. Und wir müssen da oben nochmal besuchen und dann brauchen wir den ganzen Sprengstoff. Das wird echt schwierig. Dann versuchen wir es nochmal. Ihr seht, ich baue immer die Ketten an Workern. Das kostet mich natürlich Zeit, aber bringt mir etwas Sicherheit. Und irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit, wie man das Spiel erfolgreich gestaltet. So, Radio B. Und dann hole ich hier das Geld. Und dann die Patrouille zum Großer, zum Lebensmittelladen. Und jetzt haben wir noch eine vierte Patrouille zu vergeben. Die geht zu Fans. Gut, dann kommen wir hier mit dem Geld zurück. Hier kommen wir mit der Medizin zurück. Und hier waren wir zur Absicherung. Und jetzt müssen wir uns wieder entscheiden. Wir sollten den Raum bauen und mal langsam anfangen, den Raum zu bauen. Dann sind wir hier beim Lebensmittelladen. Das heißt, die Seite ist für uns zu. Dann gehen wir zum Doc. Ist hier die Brücke zu. Das heißt, es lohnt sich jetzt nicht, auch sich dahin zu bewegen. Das heißt, wir bauen hier den zweiten Raum. Und jetzt kommen noch 2 Patrouillen, eine auf Radio A und eine auf die Fans. Sehr gut. Wir geben wieder 2 Geld aus, kommen zurück und haben gebaut den Chemiker. Beim Doc kriege ich nichts. Ich habe schon alle 4 Medizin und die Ressourcen sind limitiert. Also es gibt nicht mehr als die 4 im Spiel. Das war's. Alle wieder zurück. Und hier geht's eine weiter. Und das wird eng. Wir schaffen das wahrscheinlich nicht. Wir gehen hier zu Radio A. Da will ich mal raus. Schwarzmarkt. Dann geht's zum Doc. Kann ich jetzt auch wieder nicht hin. Jetzt gehe ich mal zum Chemiker und hole mir die erste Sprengladung. Und dann kommen noch 2 Patrouillen, eine zu Radio A und eine zu Radio B. Tja, Medizin kriege ich gerade. Moment, ich kann ja erst die Medizin ausgeben und mir einen Sprengstoff holen, zurückkommen. Dann hat der Doc wieder Medizin. Und das funktioniert auch. Ich habe wenigstens den Sprengstoff bekommen und die Medizin-Level oben gehalten. Die Frage, sollten wir auch in der Richtung mal wieder was arbeiten, um erstens den zweiten notwendigen Besuch zu erreichen und zweitens die Moral nochmal zu stärken. Wir gehen mal ein anderes Risiko. Wir machen mal was anderes. Wir holen uns noch einen vierten Worker. Dann müssen wir das sofort tun. Wir brauchen irgendwann mal ganz dringend das Geld. Boah. Wie bekommen wir das Geld? Ich versuche mal was ganz anderes. Habe ich noch nie gemacht so. Radio B. Dann gehen wir jetzt aufs Armenviertel. Die Patrouille auf Radio A. Und jetzt gehen wir auf den Schwarzmarkt. Und dann kommt die Patrouille auf
die Fans und die nächste Patrouille auf Radio B und den Großer. So, dann kommt sie dorthin. Und jetzt können wir Folgendes tun. Wir verkaufen ein Lebensmittel auf dem Schwarzmarkt, kriegen dafür sofort ein Geld und verlieren ein Moral und kommen zurück. Und hier geben wir ein Geld und ein Medizin und eine Nahrung aus auf der, im Armenviertel und gewinnen wieder ein Moral. So haben wir uns wenigstens das Geld organisiert, von dem wir ja noch mehr brauchen. Und die falsche Information brauchen wir auch noch. Also müssen wir jetzt nächste Runde. Fans. Und eine Waffe brauchen wir auch noch hier oben. Ach Gott, oh Gott. Das wird viel zu langsam. Quatsch, jetzt habe ich reingelunzt. Das wird viel zu langsam. Die Frage ist, ob wir mehr Risiko gehen. Wir gehen mal ein bisschen mehr Risiko. Das geht schief. Wir springen direkt zu Radio A. Die Patrouille geht zum Lebensmittelmarkt. Und wir springen zum Chemiker. Jetzt kommen noch zwei Patrouillen. Die eine kommt hier hin und die zweite kommt dahin. Haben wir ein bisschen Glück gehabt. Hier holen wir uns jetzt die Falschinformation und kommen zurück. Hier holen wir uns noch einen Sprengstoff und kommen zurück. Und alle Patrouillen kommen zurück. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen mehr aufs Tempo drücken, denn wir haben nur noch 1, 2, 3 Tage Zeit und haben noch, wir können jetzt eine Mission erfüllen, aber die zweite sehe ich noch in weiter Ferne. Das wird schwierig. Wie kommen wir denn in das zweite Geld? Auch nur im Schwarzmarkt und gegen den Verlust von Moral? Okay, ich muss die Pont-l'Évêque aber offen halten. Das ist ein zentraler Rückkehrpunkt. So, der Schwarzmarkt ist für uns blockiert. Dann gehe ich zu Radio A. Da oben ist auch blockiert. Dann gehe ich nochmal zum Chemiker. Radio A, Pont-l'Évêque, Schwarzmarkt, dann ist Radio A und dort wird der Worker verhaftet. Das heißt, da passiert nichts. Mist, verdammt, jetzt haben wir das Spiel verloren. Ich komme mit dem hier nochmal zurück, habe Medizin ausgegeben und einen Sprengstoff organisiert. Mit dem komme ich auch zurück. Ach, ich hätte noch eine vierte Patrouille setzen müssen. Oh. Das wäre aber... Schauen wir mal, ob wir das nachvollziehen können. Die wäre aber zum Großer gegangen. Passt, nichts passiert. Der kommt mit dem Sprengstoff zurück. Er kommt von der Pont-l'Évêque zurück. Alle anderen sind verloren. Und die Moral geht eine weiter runter, weil wir jetzt wieder auf einem orangefarbenen Feld sind. Tja. Und jetzt fehlt uns hier ein Geld, um den falschen Ausweis zu bekommen. Das Ziel können wir erreichen direkt im nächsten Zug. Da können wir uns aber auch noch einen Moment Zeit für lassen. Tja, Lebensmittelmarkt. Ups, jetzt blockiert er das Feld. Das ist nicht gut. Dann schauen wir mal, was wir machen können, wenn wir uns das Geld organisieren. Das machen wir hier am Schwarzmarkt. Und weg. Radio B. Und Doktor. Glück gehabt. Wir geben jetzt das Medizin aus, um ein Geld zu organisieren. Und verlieren dabei noch ein Moral. Und hier kriegen wir ein Lebensmittel und dann war es das für den Tag.
jetzt müssen wir die Moral hochnehmen, sonst verlieren wir direkt am nächsten Tag. Und dann sinkt die Moral auf den untersten Tiefpunkt. Das wollen wir dann auch nicht. Also müssen wir jetzt direkt zum Doktor. Petrolie geht dahin. Und wir müssen direkt ins Armenviertel. Und die anderen Patrouillen platzieren sich drumherum. Jetzt haben wir richtig Glück gehabt, dass das funktioniert hat. Mit ihm hier holen wir eine Medizin und das beides geben wir wieder aus, hier, um die Moral hochzuheben. Oh, Moment. Ich sehe gerade, wir waren auf Moral 5. Das heißt, wir müssen noch eine fünfte Patrouille rausziehen. Radio A ist besetzt. Ponle weg. Okay, aber auch das hat funktioniert. Nein, das funktioniert nicht. Ja, okay, das war's. Spiel vorbei, denn... er hier wartet jetzt auf die Medizin, die er besorgen soll. Er besorgt sich die Medizin, kommt aber nicht über die Ponte weg und nicht über die Fans, über den Poor District, also über das Armenviertel und den Schwarzmarkt zurück. Das heißt, er wird auf dem Rückweg verhaftet, geht damit für uns verloren. Wir kriegen auch nicht die Medizin. Das heißt, er hier kann jetzt nicht die Moral erhöhen, kommt aber unverrichteter Dinge wieder nach Hause und damit ist der Tag rum und die Moral sinkt um 1 und hier steht sie auf Fail. Wir sind also gescheitert. Tja, da bin ich zu wenig Risiko gegangen am Anfang und am Schluss war es dann zu viel und dann sind wir vor die Wand gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes vor eine Wand aus Patrouillen. Das ist natürlich unglücklich, dass man das Spiel so verliert, aber das macht ja auch den Reiz des Spiels aus, die Frage immer zu entscheiden, wie viel Risiko gehe ich. Wie viel Sicherheit versuche ich noch so lange wie möglich aufrechtzuhalten und jetzt habe ich zu spät auf Risiko gewechselt. Schade. Ich habe leider jetzt nicht mehr die Gelegenheit und die Zeit, noch eine zweite Partie mit euch zu spielen. Ich werde das versuchen, vielleicht nächstes Wochenende nochmal was aufzunehmen. Ich denke aber auch darüber nach, als nächstes nochmal Black Sonata aufzulegen. Ich warte noch auf ein paar neuere Spiele. Die kommen wahrscheinlich erst im Winter. Gerade von den Hunted-Spielen, wo ich euch ja Kobayashi Tower und Mining Colony 415 gezeigt habe. Da kommt dann der Nachfolger oder das dritte Spiel in der Reihe, Road Witch. Und das kommt wahrscheinlich erst im Januar, Februar sogar erst. Das ist aber in Produktion. Und andere Sachen, ich habe jetzt vor einiger Zeit mir Sprawlopolis und Circle the Wagons geholt. Das kann ich auch nochmal drehen. Auch mal interessant. Und ich überlege, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich überlege, ein Video zu drehen, wo ich euch einfach nur in einer Kurzvorstellung, ohne großes Spielen, ohne großes Unboxing oder sonst was, die reinen Solo-Spiele, die ich habe, einfach nochmal vorstelle. Zu jeder Schachtel, die ich euch zeige, dann ein bisschen was erzähle. Könnte ich auch machen. Ist vielleicht vor der Weihnachtszeit ganz gut, vielleicht sogar noch im November, damit ihr so in Richtung Weihnachtsgeschenke für euch und für eure Lieben da mal was überlegen könnt. Ich glaube, das machen wir mal. Alles klar, das war aber jetzt eine leider verlorene Runde Marquis. Ein super toller Solo-Worker-Placer mit spannenden Missionen, mit viel Risiko, was man gehen muss, interessanten Entscheidungen und einer ganz blöden KI, die hier immer natürlich auf die blödesten Felder läuft, die einem das Ganze vermiesen. Ein Spiel von Jake Staines, Sideroom Games Verlag, auf Deutsch bei Schwerkraft. Sehr zu empfehlen. Immer wieder gerne auf dem Tisch und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartacus.